Servus Comic-Freunde! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor es losgeht, drückt den Abo-Knopf und vergesst die Glocke nicht. Somit verpasst ihr in Zukunft keine Reviews und Berichte mehr. Und nun würde ich sagen, geht's los. Abfahrt. Yes! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic Review. Wir sind heute unterwegs beim Splitter Verlag und zwar haben wir für euch Band 1 bis 3 Nils am Start. Wunderschöne Hardcover Cover. Also die Bilder vorne drauf fand ich mega gut. Dazu gekommen bin ich durch meine Frau, die hat es gesehen, die wollte es unbedingt haben. Dann habe ich es im Ultracomics gekauft damals, weil die irgendwie, nee, günstiger waren sie nicht. Das wäre jetzt Quatsch, wenn ich sowas sage, aber ich habe es halt damals gekauft. Wir haben aus dem Splitter Verlag, genau, von Jérôme Hamon und Antoine Carrion eben diese drei schönen Bände am Start. Band 1 mit 56 Seiten für 14,80, Band 2 mit 64 Seiten für 15,80 und Band 3 mit 64 Seiten 16 Euro Preissteigerung. Es hat auch, was mir jetzt gerade so auffällt, immer den gleichen Text hinten drauf. Ja, richtig. Da hat man sich richtig Mühe gegeben. Die Bilder ändern sich zwar, aber der Text hinten drauf ist immer genau der gleiche. Ja. Da hat man sich auf jeden Fall richtig, richtig ins Zeug gesetzt. Wir sind im Genre Fantasy Mystery. Ich möchte ein paar Pressestimmen dazu vorlesen, die... Ich sag nichts, ich höre mir das jetzt einfach nur an. Die mich verwundern, weiß ich nicht, aber ich bilde mir ein, dass diese Pressestimmen nur zum ersten Band gemacht wurden. Also jetzt pass auf. Man muss dazu sagen, die Covers sind schön, ne? Das Cover vom zweiten ist mega. Sieht echt cool aus. Und auch das vom dritten ist auch mega gut, ne? Aber ja, bitte, kommen wir zu den Pressestimmen. Die Pressestimmen, ich nenne keine Namen, man kann sie auf der Splitter-Seite nachlesen. So, erste. Eine ungewöhnliche gelungene Sci-Fi-Geschichte, deren esoterischer Grundton beim Lesen kein bisschen stört und deren Auftakt Antoine Carrion in schönen, gefühlsbetonten und oft staunenswerten Bildern mit feinen Linien und atmosphärischen Farben umgesetzt hat. Schachtelsatz auf Doom. Ja, ist... Für den ersten Band. Kann man so noch gelten lassen, ja. Würde ich auch so unterschreiben. Vor allem zu den Zeichnungen stimmt es, die sind echt schön. Weißt du, was mich die Zeichnungen erinnert haben? An? An den Heidi-Zeichentrickfilm von 1900 Schlag mich tot. Ist wirklich so. Die Gesichter sind 1:1. Okay, die Gesichter sind furchtbar. Hier zum Beispiel. Aber wenn das habe ich eh nicht verstanden. Aber wenn du jetzt hier so die alten hast und so, das sieht schon geil aus. Aber ich habe es nicht verstanden. Warum malt er auf der einen Seite so schöne Gesichter und auf der anderen Seite so bescheuerte Gesichter? Und auf der nächsten Seite hast du die Klubschaugen. Ja. Was der Flo meint. Ich stehe mal auf. Ich komme mal näher. Also, du bist zu nah dran. Nee, sieht gut aus. Hier. Gut gemacht. Und dann haben wir Googly Eyes. Das ist meine Frage. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe diesen Grafik-Change nicht, warum er das macht. Habe ich nicht verstanden. In meinen Augen hat es damit zu tun, dass der Fokus zeichnerisch wie erzählerisch auf der Natur liegt. Deswegen sind diese Naturbilder hier mega detailliert und echt krass. Mega schön gezeichnet. Ja, das stimmt. Ich denke mal, das ist das gleiche wie beim Brettspiel Spirit Island. Ja. Da spielt man quasi die Siedler nur andersrum. Man spielt quasi die Naturgeister, die versuchen, die Siedler von der Insel runterzuholen. Mhm. Und da ist alles, was irgendwie mit der Natur zu tun hat, also quasi die Geister und die Einwohner, die friedlich mit der Natur leben, sind alle aus Naturmaterialien, Pappe, Holz. Das ist sehr gut. Und die bösen Einwanderer, die Siedler, die sind dann alle aus Plastik. Also sehr daran erinnert es mich irgendwie. Obwohl ich das jetzt auch seltsam finde, weil den Charakter, den wir kennenlernen, zum Beispiel Nils, mit seinem Vater zum Beispiel, das ist ja auch eher Naturvolk. Die leben ja mit der Natur zusammen. Ja. Okay. Aber gut. Atmosphärische Farben umgesetzt, das haben wir. Okay, der nächste war dann, Nils ist eben kein Schnellschuss, sondern poetisch und elegant präsentiert. Wer sich dafür die Zeit und die Ruhe nehmen kann und will, wird es sicher keinen Moment lang bereuen. Bist du fertig? Entschuldigung. Wieso? Deine Reaktion? Keine Ahnung. Ich verstehe den Satz auch gar nicht. Ich verstehe, das ist eine Rezension zu dem Ding halt. Nils ist eben kein Schnellschuss. Wer hat denn das gesagt? Keine Ahnung. Wie kommt man darauf, dass das ein Schnellschuss sein soll, sondern eher poetisch und elegant präsentiert? Ist es denn für dich poetisch und elegant präsentiert? Nee. Wow. Also. Wer sich dafür die Zeit und die Ruhe nehmen kann und will, was ich mir eigentlich immer nehmen kann und will, wenn ich einen Comic lese, weil ich keinen Comic zwischen der Tür lese halt, wird es sicher keinen Moment lang bereuen. Ja, das ist auch so ein Ding. Also ich meine,
Also ich habe auch nicht bereut, die gelesen zu haben, obwohl ich nicht das teilen kann irgendwie. Genau, also ich kann es nicht nachvollziehen. Wobei ich jetzt allerdings fairerweise sagen muss, der erste Band, den fand ich gut. So. Der war richtig gut, der war kommt noch eine? Ja, kommt noch eine. Oh, Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Der nächste wäre dann, ästhetisch und thematisch sind klare Anleihen von Hayao Miyazaki zu erkennen. Das ist ein japanischer Comic-Künstler, der auch, das ist ein besonderer Zeichenstil, diese Gesichter, wo wir jetzt vorhin schon so abgehatet haben. Okay. Gehatet. Das ist so da zu erkennen, ne? Carrisons realistische Zeichnungen stellen die Welt ansprechend dar. Das kann ich auch so unterschreiben, fand ich auch sehr gut. Ein gelungener Einstieg, der Lust auf die Fortsetzung macht. Also da geht es tatsächlich um den ersten Band halt, ne? Okay, das kann ich so unterschreiben. Den letzten Satz kann ich so ja, ein gelungener Einstieg, der Lust auf eine Fortsetzung macht, hatte ich auch so. Das war jetzt so die Pressestimmen, die man auf der Verlagsseite dazu findet. Der erste Band von Nils hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Also wir werden in eine Welt geschmissen, die zu sterben scheint, weil nichts mehr wächst. Die Samen, die eingepflanzt werden, die leben halt von ihren eigenen Energien noch. Man sieht die Keimung noch und dann können sie aus dem Boden der Natur keine Energie mehr ziehen und sterben. Die Leute wollen der Sache auf den Grund gehen, beziehungsweise die Leute, also Nils lernen wir kennen und sein Vater. Eigentlich will sein Vater der Sache auf den Grund gehen, weil der Vater ist irgendwie Wissenschaftler. Genau. Wir erleben diese Leute in einem Art Dorf und ich dachte, wir sind zuerst im Mittelalter unterwegs. Also zeitlich gesehen, weil die Klamotten auch so fertig waren und ich wusste nicht, dass es eher so postapokalyptisch ist. Genau. Also da kommen wir dann erst noch dazu. Wer von euch Horizon Zero Dawn gespielt hat? New Horizon Zero Dawn? Horizon Zero Dawn? Ich glaube, das heißt nur Horizon Zero Dawn. Gott, ich hab's daheim, aber keine Ahnung. Also wer das quasi gespielt hat mit den Roboter-Dinos, so. Weißt du, was ich auch geil finde, ist dieses... Ich weiß nicht, ob ihr es da sehen könnt. Es ist so eine Art Applikation mit auf dem Cover und sowas. Sehr gut. Also wie gesagt, also Artwork-mäßig mega gut. Ja. Ja, genau. Und dann haben wir quasi die Situation, dass der Vater eben sich auf die Suche machen möchte nach fruchtbarem Boden. Genau. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, aber jedenfalls hat der Vater irgendwie einen Falke oder jeder hat einen Falken, keine Ahnung. Nee, der Vater hat einen Falken. War nur der Vater, ne? Ja. Und der Falke ist halt wie so ein Gefährte, Vertrauter, wie auch immer. Und der Sohn will halt quasi auch einen haben und lässt sich dadurch halt eben vom Vater überreden, dass der Vater sagt, ja, wir suchen deinen Falken und währenddessen suchen wir nach Erde und so. Wir wollen einfach die Welt erkunden und gucken. Genau, und so machen sie sich auf die Reise. Ja. Was ich cool finde, war die Unterhaltung zwischen Vater und Sohn über einen Falken, weil der Sohn wünscht sich ja diesen Falken und dann fragt er den Vater, was hältst du von Isha? Und dann sagt der Vater, Isha, für ein Weibchen klingt das gut, für ein Männchen ist der Name nicht sonderlich maskulin. Eine Seite weiter erfahren wir dann den Namen von den Falken des Vaters und der heißt Fitz. Fitz. Ja, ist doch gut. Gut, fällt mir gut. Fand ich gut. Sehr maskulin für einen männlichen Falken, Fitz. Nun gut. Ja, wir kommen durch viele Ruinen. Also wir haben so eine Art kleine Roadstory auch. Also wir haben da diese Reise von Vater und Sohn, die sich dann ein bisschen unterhalten. Und natürlich auch diese typische Vater- und Sohn-Story so ein bisschen haben mit, ja, du hast nie Zeit für mich gehabt, du warst ja nie da und so, keine Ahnung. Und jetzt haben wir aber Zeit miteinander. Dann haben wir auch diese schöne Lagerfeuerstimmung da unten dann, wo das halt so ein bisschen rüberkommt, dass Vater und Sohn sich aber doch ganz gut verstehen, auch wenn sie ja sich manchmal ein bisschen miteinander kabbeln halt, ne? Genau. Ja. Ja, dann... Frage wird aufgestellt, haben die Menschen die Erde kaputt gemacht? Weil man hört immer von der Stadt Zian, beziehungsweise von dem Volk der Zian. Und man kriegt dann so langsam mit, dass die rechte Raubbau betreiben halt mit der Umwelt einfach, ne? Ja. Dass die alles Mögliche abbauen und der Erde eben halt auch ihren Geist entziehen halt. Ne? Und das wird ganz schön dargestellt und auch schön erklärt, dass es so kleine Naturgeister gibt, die so wie kleine Irrlichter, kann man die am ehesten beschreiben. Ja. Und die sind quasi in allem, was lebt. Ja, und da, wo die quasi sind, lebt auch das. Also die sind quasi in dem guten Wald, sind die überall unterwegs, die Millionen quasi. Richtig. Und es wird schön erklärt und da wird eine schöne Geschichte aufgebaut, eine schöne Welt. Und dann kommt eben, sagen wir das? Genau, dann kommen wir eben sie kommen dann zu einem Wald, wo erzählt wird, der Wald wird von schamanistischen Frauenkult bewacht, da darf man nicht rein und in dem Wald ist was ganz Besonderes.
Und das ist natürlich für den Vater als Wissenschaftler sehr interessant, weil alles, was Fragen aufwirft, möchte er natürlich auch beantworten. Und dann reisen sie eben in diesen Wald, wie man hier schön sehen kann, und treffen dann aber auch ziemlich schnell auf einen Roboter und auf eine Einwohnerin des Waldes. Genau. Das Ganze artet dann ziemlich schnell in Action-Szenen aus, weil der Roboter nicht in den Wald gehört und die Leute des Waldes sich dazu auserkoren haben, den Wald zu beschützen und gegen diese Roboterwesen eben anzutreten und zu kämpfen. Genau. Die Roboter kommen von Zürn. Aus Zürn, genau. Und sammeln, wie man da auch schon gesehen hat, diese kleinen Waldgeister ein, um... Richtig. Ja. Um, das wissen wir eben nicht. Um was zu tun halt. Schritt 1, Unterhosen einsammeln. Schritt 2, Schritt 3, Profit. Ja. Ja, genau. Und die versuchen da eben, oder sie versucht da eben, diesen Roboter abzuwehren und zu besiegen. Und der Nils mischt sich damit ein. Und dann, dann kommt es halt zu einem Showdown. Die besiegen den und dann labern sie. Und irgendwann beginnt dann die Reise. Ja, gut. Das Ding ist halt, man muss das von hinten ein bisschen aufräumen. Dieser Roboter von Zyon hat halt, es ist halt wie so ein Speer halt, ne? Genau. Die sollen halt auf den Planeten gucken, beziehungsweise auf dieser Landfläche. Wir wissen ja nicht, wie groß das ist. Mhm. Das wird uns ja auch nie erzählt irgendwie. Wo gibt's noch Leben? Wo sind diese Lebensgeister, wo man halt genau. die noch entziehen kann? Und gleichzeitig muss er, oder ist halt auch die Aufgabe, dass die quasi rausfinden, wo dieser komische Stamm ist, der sich da immer wieder setzt. Ja, genau. Und den wollen sie halt quasi auch vernichten, damit sie in Ruhe da... Richtig. Und der König von Zion schickt halt seinen Sohn, den Prinzen, halt los, um die Sache aufzuklären, warum denn jetzt dieser Aufklärer kaputt gegangen ist. Und somit geht diese Situation schnell drunter und drüber, weil Nils dann einen Fehler begeht, sage ich mal. Ich möchte das jetzt nicht so krass spoilern. Ein Fehler begeht, der halt manchen Leuten das Leben kostet und der halt die Situation sehr schnell in die Eskalation treibt. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie der Michael später dann sagt, beginnt dann auch die Reise von Nils durch, jetzt wird es schon schwurbelig, glaube ich, durch göttliche Eingabe. Okay. Was ich sehr geil fand. Also wie ich mit der ersten Story fertig war, habe ich dieses Bild gesehen und ich finde es mega. Also das würde ich mir sogar ausdrucken an die Wand hängen. Das sieht einfach wirklich, wirklich toll aus. Artwork-technisch muss man echt sagen, sind die wirklich toll, die Bände. Also alle Bände sind artwork-technisch, das hier. Das fand ich echt mega. Ja, das ist super. Ja. Ja. Erinnert sich an Shadow of the Colossus. Super. Hm. Ja. Band 2. Und hier fängt es schon an. In Band 2 lernen wir so gottgleiche Wesen kennen, wie ihr jetzt gerade seht. Das sind drei Schwestern, die durchgehend nichts anhaben, weil sie eben Götter sind und Götter müssen nichts tragen. Keine Kleidung. Und Nils ist auf der Reise zum Lebensbaum, weil ihn das nämlich im ersten Band von einer gottähnlichen Schwester eingetrichtert wurde. Dadurch hat er ein Zeichen erhalten und zwar werden die Augen so blau-glasig und das ist dann ein Zeichen, dass man mit Göttern Kontakt hatte. Ja. Das Erste, was mich tatsächlich absolut verwundert hat in dieser Story, wer war denn jetzt die Begleiterin von ihm? Wo kam die denn her? Tja. Nils ist mit einem Mädchen unterwegs, das wir nicht kennenlernen. Also tatsächlich wird die nirgendwo erklärt. Die ist auf einmal da mit ihm. Mhm. Die reisen zum Baum des Lebens. Und so viel mag ich dann auch sagen, wo sie dann später einfach wieder stirbt. Also es wurde ein Charakter eingeführt, der einfach da war, nicht wirklich einen sinnvollen Grund hatte und wieder weg ist. Ja. Also das war völliger Quatsch, einfach. Ja, zusätzlich gibt es noch Tentakel-Action. Der Band 2 heißt Zyon, das bedeutet auch, dass sich die ganze... Story so ein bisschen um die Stadt dreht. Genau, wir lernen Zyon kennen, wir lernen den König kennen und den Rat von Zyon, der alles leitet und alles ja unter Kontrolle haben möchte. Das wiederum fand ich schön. Also diese das Einblicke war ein politischer Akt, also diese politische Story, die damit einfließt, fand ich auch cool. Also den zweiten Part fand ich echt gut. Die Einblicke in Zyon sind cool. Das fand ich gut. Auch so die Intrigen, die dann da wieder entstehen. Genau. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, hängen wir die Intrigen langsam so ein bisschen zum Hals raus. Geht es nicht einfach auch einmal alles glatt? Nein, wir haben immer Intrigen. Wir haben immer Intrigen und wir lernen auch, dass der Vater überlebt hat von Nils. Im ersten Band war das nicht ganz klar, weil der auf einmal dann mit verschwindet. Und wir lernen, dass Zyon Raubbau macht, und zwar mit dem Mineral Eternum heißt das. Irgendwie sowas.
Und durch die Wissenschaft, die sie haben, und die haben auch Maschinen und sind einfach ein bisschen fortschrittlicher, finden wir eben raus, dass das Eternum mit diesen Lebensgeistern zusammenhängt und in Symbiose ist. Und wenn man Eternum abbauen kann und verändern kann, kann man eben auch diese Lebensgeister abbauen und beeinflussen. Ne? Mhm. Und somit kommen sie halt auf den Trichter, dass sie eine Schwester dieser gottgleichen Wesen halt einfangen und töten. Wollen wir es kann. Keine Ahnung, man möchte sie nicht abbauen oder irgendwie verwerten. Nein, man bringt sie einfach um, um die anderen zwei Schwestern in Rage zu bringen. Die dann superheldenmäßig aufdrehen und... Ende vom Lied, eine Schwester vereinigt sich irgendwie mit Nils und wird zu ihm. Das ist dann der Cliffhanger im zweiten auf den dritten. Und die letzte Schwester dreht einfach nur völlig hohl und zerstört den Baum des Lebens. Den es eigentlich die ganze Zeit in den ersten und zweiten Band zu retten galt. Genau. Weil der Baum des Lebens, und da kommen wir in die nordische Mythologie, verbindet die neuen Welten und heißt auch Yggdrasil. Und hilft den Toten, den Übergang ins nächste Leben zu finden. Mhm. Nachdem der Baum jetzt zerstört wurde, können die Toten halt irgendwie nicht mehr ins nächste Leben übertreten und verwandeln sich in so schwarze Männchen. Genau. Im Gegenzug versuchen die Leute von Zyon irgendwie die letzte Göttin zu töten oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Und die letzte. Ach ja, da haben wir sie, ja, die kleinen schwarzen Männchen. Die, genau, sind im Endeffekt die gleichen, nur halt in schwarz. Schwarz mit roten Augen. Ein bisschen weiter tiefer halten, genau so. Du kannst auch drüber, ja, genau. Wow. Ja, storytechnisch ist Band 3 dann. Es wird noch schwurbeliger. Ja, das Ding ist, Nils wird halt. Oh Gott. Ja, wir haben auf einmal noch eine Sintflut, wir haben noch irgendwelche komischen Geister, Schattenwölfe, die kommen und aufräumen und die aber die guten Leute irgendwie fressen, und also Nils kriegt schwarze Augen und ja. Schneesturm, ole ole. Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht verstanden, warum das Baby so wichtig war. Ja, das ist halt auch irgendwie einfach so, naja. Die eine Bekannte vom Nils findet in den Ruinen irgendwann, wie sie halt nach Zyon wandern will, weil das ist ja ihr großer Auftrag, Zyon zu vernichten, findet sie in den Ruinen von Zyon ein Baby, das nennt sie Nils. Und ihre größte Aufgabe ist es dann von vorne bis hinten dann nur noch dieses Baby zu schützen. Nebenbei haben wir aber auch noch irgendwie so einen komischen Kult, der die letzte Göttin anbetet, die heilige Mutter, die sich aber dann unbedingt um dieses Kind kümmern wollen, das will sie aber nicht. Und wir haben aber auch noch Nils, der ja von dieser Göttin besessen ist, der ja aber den Lebensbaum nicht mehr retten konnte und irgendwie jetzt dann gegen die letzte Schwester kämpfen musste, weil die letzte Schwester ja so böse geworden ist. Und ihr merkt schon, wie sich das alles anhört. Wenn es jemand von euch gelesen hat und irgendwie gut findet, besser versteht oder gut findet und wir einfach nur dumm sind, bitte erklärt es uns. Bitte schreibt es in die Kommentare. Bitte. Ihr seid einfach dumm. Also nicht einfach nur das, aber ich würde mich damit zufrieden geben, wenn mir einer bitte erklären kann, warum ein Comic, der im ersten Band so geil ist, über die nächsten zwei Bände dann so schwurbelig wird. Heiligtum? War auch furchtbar. Heiligtum war auch so ein Quatsch. Sorry, also es ist nur unsere Meinung, beziehungsweise ich habe auch die Meinung von einigen anderen schon gehört, die Nils auch gelesen haben. Wir stehen mit unserer Meinung nicht alleine da. Gut zu wissen, gell? Mhm. Aber wie gesagt, also ist schade einfach. So schade. Ja. Es fing so geil an. Ja. Zeichentechnisch, handwerklich gesehen, alle drei Bände top. Ja. Kann man nichts sagen, kann man echt nichts sagen, ist wirklich toll gemacht. Aber Storytelling war des Autors großes Meisterwerk jetzt nicht, sage ich mal. Ja. Oder ich habe es einfach nicht verstanden. Schade. Na gut. Wie gesagt, wenn ihr das eher begriffen habt und wenn ihr diesen Pressestimmen da eher, keine Ahnung, ja, poetisch und elegant präsentiert, das verstehe ich immer noch nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht deswegen. Ja, vielleicht, das ist nicht einfach. Vielleicht checken wir es nicht. Mein Kuh reicht nicht für poetisch und elegant. Aber es reicht nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's von uns. Schwurbeln wir uns von fort. Dannen. Hui. Ich hole meinen Aluhut und dann geht's ab. Alu ist böse für die Natur. Es ist biologisch abgebautes Alu. Kannst du mal sehen. Von daher, wir sehen uns demnächst wieder zu einer neuen aluminiumfreien Comic-Review. Bleibt geil, bleibt nötig, hebt die Haare. Ciao, ciao, macht's gut.